Nach fast 4 Monaten Pause hat die erste Fußball-Männermannschaft des Güstrower Sportclubs 09 wieder mit dem Training begonnen. Bevor es aber auf den Rasen ging, setzte sich der aus 24 Spielern bestehende Kader zusammen, um die Situation zu besprechen. Da es einige Ab- und Zugänge gab, begann die erste Zusammenkunft mit einer Vorstellungsrunde. Neue Spieler berichteten von ihrem Werdegang, gestandene Kicker sagten, warum sie gern beim GSC 09 spielen. Auch auf die vergangene, im März abgebrochene Saison wurde kurz eingegangen. Ja, also an der letzten Saison, da werden wir uns, glaube ich, alle erinnern. Nicht, weil sie sportlich so überragend war, was wir abgeliefert haben, sondern weil es halt die Corona-Saison war. Es hat, glaube ich, noch keiner erlebt, dass auf einmal eine Saison abgebrochen wird und du dann gefühlt ein halbes Jahr kein Fußball mehr spielen darfst. Und demzufolge haben wir da jetzt einen großen Haken hintergemacht und freuen uns auf die neue Saison und dann soll es losgehen. Noch ein Wort zur Statistik. Der GSC 09 belegte in der Saison den 6. Tabellenplatz und blieb damit wohl etwas unter den eigenen Erwartungen. In 18 von eigentlich geplanten 30 Spielen erreichte das Team 30 Punkte und schoss 47 Tore. Da der Meister Anker Wismar auf den Aufstieg verzichtete, wird nun der Zweitplatzierte, der Rostocker FC, in der Oberliga spielen. Ihre Mannschaften für die neue Verbandsliga-Saison zurückgezogen haben der Grimmener SV, der SV 90 Görmin und der TSV Bützow. Aufsteiger aus der Landesliga sind der SV Waren 09 und der FC Schönberg. Lediglich 14 Mannschaften bilden die neue Verbandsliga. Für den GSC nicht mehr auflaufen werden Marvin Bartelt, Björn Plate, Enrico Karg, Björn Boy und Tim Schumacher. Tim wird den Trainer Holger Scherz als Co. unterstützen. Den teils prominenten Abgängen stehen einige Zugänge gegenüber. Ja, wir haben aus Pasto den Robert Römer verpflichtet, wir haben aus Waren den Franz Abel verpflichtet, dann kommt zurück zu uns Paul Fichelmann. Und hinzu kommen noch 3 A-Jugendliche aus unserer eigenen A-Jugend. Ja, und Michael Hinze wird es auch nochmal wieder probieren bei uns. Und das sind unsere Zugänge für dieses Jahr. Die lange Spiel- und Trainingspause haben Spieler und Betreuer unterschiedlich genutzt. Die einen haben sich individuell fit gehalten, die anderen komplett vom Fußball abgeschaltet. Holger Scherz hat die Zeit zur Weiterbildung genutzt. Er schaute sich Videos und Vorträge vom Bund Deutscher Fußballlehrer an und erarbeitete Trainingspläne für die neue Saison. Aber auch im Stadion wurde eifrig gearbeitet. Wir haben die Corona-Pause doch um einiges genutzt. Wir haben jetzt einen Mähroboter, der uns die Arbeit wesentlich erleichtert, der den Rasen besser pflegen wird. Der Rasen wird dadurch besser. Wir haben den neuen Rasenplatz eröffnet, Platz 2. Der ist komplett unter Flutlicht. Wir konnten das ganze Flutlicht, das was ja schon bekannt ist, komplett auf LED umstellen. Ja, wir haben die Kabinen ein bisschen erneuert. Ja, und so ein paar kleine Schönheitsreparaturen. Auch die Ausstattung der Mannschaft verbessert sich. So spendierte die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung 25 nagelneue Bälle. Verhandlungen mit weiteren Sponsoren über die Anschaffung von neuen Winterjacken und Taschen laufen derzeit noch. Das Umfeld beim GSC stimmt, nun sollten weitere Lockerungen das Training und den Testspielbetrieb erleichtern. Übungsleiter Holger Scherz und sein Team gehen voller Optimismus in die neue Saison. Trotzdem bleiben noch einige Fragezeichen. Das stimmt. Also die Abgänge, die wir hatten mit Björn Boy, Björn Plate, Marvin und auch Enno Karg, das waren natürlich Leistungsträger hier und die haben auch viel für den Verein hier geleistet. Nun gehen wir getrennte Wege, ja, und das heißt ja dann nicht, dass wir aufhören mit dem Fußballspielen, sondern wir haben uns dann auch in der Gruppe, in der Gemeinschaft dafür entschieden, mit 9 Leuten zu arbeiten. Den einen oder anderen kenne ich noch gar nicht, mit dem einen oder anderen habe ich schon damals im Stützpunkt vor 20 Jahren zusammengearbeitet. 3 neue A-Jugendspieler, diesen Weg gehen wir fort, die A-Jugendspieler mit einzubauen. Ja, und da will ich mich einfach mal auch überraschen lassen, wie weit die Jungs drauf sind, ob es passt, ob es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Also wie gesagt, das ist ein großes Fragezeichen. Ja, und von der Zielstellung her kann man überhaupt noch nichts sagen, weil, wie gesagt, die Verbandsliga, die ist sehr, sehr ausgeglichen. Wie gesagt, da gibt es keine Mannschaft, wo man mal sagen kann, da fährst du jetzt mal hin und gewinnst mal 3-4-0. Das werden ganz, ganz knappe Spiele. Und ja, mein Ziel ist es einfach, dass die Jungs Spaß und Freude bekommen mit dem, was wir hier mit denen vorhaben. Ja, und dass wir von Woche zu Woche versuchen, alle unsere Spiele zu gewinnen. Aber wir wissen auch, dass wir das nicht schaffen werden. Ja, und von daher werden wir sehen, was am Ende bei rauskommt. Noch unklar ist, wann die neue Saison tatsächlich beginnt. Im Raum steht Anfang September, aber einige Verantwortliche halten auch schon Mitte August für denkbar. In nicht mehr allzu langer Zeit sollten wir es wissen.